Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir sind gerade dabei, Schriften und Bücher zu lesen, die wir gerade im Archiv gefunden haben. Und eines davon sollen wir dann ja per Quest abgeben, nämlich dieses hier. Avid. Dieses Büchlein gehört dann, glaube ich, Eva, die braucht das. Und um was geht's hier? Hier sind die Weissagungen und Lebensgrundsätze des Propheten Avid enthalten. Der Inhalt ist ziemlich schwerer Stoff und höchst kompliziert. Na, gute Nacht. Da werden wir Spaß haben. Also, göttliche Offenbarung. Es gab eine Zeit, in der mich Verzweiflung packte und ich keine Antwort wusste. Der Sinn hinter all den Schrecknissen? Heißt das wirklich so? Wahrscheinlich. Hatte sich mir entzogen. Ich war verloren. In dieser schwarzen Stunde offenbarte sich mir Kalan in einem Traum. Er wies mir seinen Weg. Jaja. Naja, wenn der Verstand Ade sagt. Naja. Wir sind Auserwählte. Wenn wir uns an Kalans Gebote halten, werden wir seine große Prüfung bestehen. Dafür müssen wir unseren Geist reinigen. Wir müssen all den Dreck von unserer Seele waschen. Kalan verlangt absolute Hingabe an seine Mission. Es ist unsere heilige Pflicht. Mach aufscrollen ein Stück. Es ist unsere heilige Pflicht, jede verlorene Seele auf den Pfad der Reinheit und Erleuchtung zurückzubringen. Ich wurde ausgewählt, um Kalans Willen zu verkünden. Deshalb schreibe ich auf, was mir in seiner göttlichen Erleuchtung zuteil wurde. Ich erfuhr von seinem großen Plan, der die Welt erneuern soll. Muss mal mich räuspern. Ja, so. Der Meteorit war der erste Schritt. Aha. Ja, so kann man das auch sehen, ne? Die Aufgabe der Gläubigen ist es, den Weg zu bereiten. Nur wer in seinem Glauben unerschütterlich ist, wird die Erlösung erfahren. Genau. Nicht nur die Lösung, sondern auch die Erlösung. Richtig. Und glaub mir, Erlösung wird für alle kommen, die Kalans Prüfungen bestehen. Ich werde euch genau erklären, was ihr dafür tun müsst. Solange ihr alle Gebote beachtet, seid ihr reinen Herzens. Na, gute Nacht. Dann hätten wir noch den Bericht eines Botanikers. Bericht. Probe I-56 ist eingegangen. Mein Gott, na, so ein Verlust. Oh weh, oh weh. Bis jetzt hat noch keine länger ohne Licht überlebt. Das ist bei Pflanzen so. Ist ja kein Schwammerl. Naja. Also. Probe. R23. Wächst mäßig. Das künstliche Licht hilft. Passe das Spektrum noch minimal an und setze damit Probe R24 an. Es geht zu langsam. Wir werden verhungern, bevor wir eine Lösung gefunden haben. Wäre doch nur Mr. Gidon noch hier. Er hatte bereits einige Lösungen ausgearbeitet, wie Pflanzen in einer Kapsel im All gepflegt werden könnten. Das Problem habe ich zu übertragen versucht, aber, tja, seine Aufzeichnungen sind so schlampig geführt. Ja, bei der Sauklauen kann keiner was lesen, ne? Das Wasser ist kontaminiert. Großartig. Mir ist es heute Morgen bei meinem ersten Rundgang an den Proben B467, 468 und 469 aufgefallen. War auf einmal leuchtend die blau. Zuerst wollte ich das Wasser entfernen und das Leck melden, aber als ich die Proben gerade entsorgen wollte, fiel mir eine Veränderung an den Pflanzen auf. Sie sind nicht eingegangen, wie durch ein Wunder. Wie ist es bei verseuchtem Wasser erwartet hätte. Aber habe alles belassen, wie es war und weiter beobachtet, was passiert. Tag 62 nach dem Einschlag. Das ist ja dann dasselbe wie mit dem Techniker, der die Lecks gesucht hat, dann, ne? Da haben sie angefangen damit. Mutationen, sie schreiten sehr schnell voran.
Ich habe das Leck und meine Beobachtungen weitergegeben. Das Wasser muss untersucht werden. Ich konnte nicht feststellen, was für eine Substanz diese Neuerung hervorgerufen hat. Hoffentlich finden die Leute im Labor mehr heraus. Das nennt man Elex. Soweit sind wir heutzutage schon an Wissen. Aber naja, Bericht eines Laborleiters. Bericht. Tag 63 nach dem Einschlag. Kontaminiertes Wasser aus mehreren Bereichen. Alles enthält dieselbe merkwürdige Substanz. Sie muss mit dem Meteoriten gekommen sein, denn ihre Struktur ähnelt nichts, was wir kennen. 3/4 des Personals zur Untersuchung der Substanz von anderen Aufgaben abgezogen. Tag 64 nach dem Einschlag. Mal ein bisschen raufscrollen. Erste Fälle von Menschen, die mit dem kontaminierten Wasser in Berührung kamen. Meine Leute haben die molekulare Struktur der Substanz noch nicht entschlüsseln können. Wir konnten feststellen, dass sich die Substanz unter extremem Druck und sehr starker Hitze aus dem Wasser zu lösen beginnt. Alles werden wir so allerdings nicht herausfiltern können. Aber es reicht zumindest, um ein paar Proben für weitere Experimente zu bekommen. Tag 67 nach dem Einschlag. Simons hatte eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Energie. Die Substanz speichert Unmengen an Energie. Besser als jede herkömmliche Batterie. Ja, die erste Biobatterie dann, ne, sozusagen. Habe umfangreiche Experimente angeordnet. Tag 70 nach dem Einschlag. Und die Botaniker haben es schon geschafft, dann den Leuten das Zeug zu verkaufen. Elex. Sie haben die negativen Effekte auf Menschen zum Teil vertuscht. Mein gesamtes Team arbeitet jetzt daran, unsere Technik anzupassen. Wenn wir Glück haben, werden wir einen riesigen Sprung nach vorne machen. Vielleicht hat der Einschlag sogar etwas Gutes. Wir werden technisch sogar noch fortschrittlicher werden. Ja, sprich, wir haben mit diesen Schriftstücken die Entstehung der Alps schon mal gelesen. Auch, wie heißt der, Kallax, der Chef der Alps? Ich glaube, das war der Chef, ne? Ja, der war einmal ein Kleriker, so wie es ausschaut. Ja, auch nicht schlecht. Und dann fehlen noch die beiden Berichte hier. Bericht eines Oberarztes, Teil 1 und Teil 2. Dann gehen wir es mal an. Bericht, Tag 64 nach dem Einschlag. Kontamination des Wassers hat erste Krankheitsfälle verursacht, habe ein Ärzteteam darauf angesetzt. Tag 65 nach dem Einschlag. Mutationen, weiße Haut, emotionale Kälte, Schmerzen, Isolation aller Fälle. Genaue Beobachtung des Verhaltens. Tag 66 nach dem Einschlag. Erster Todesfall. Suizid. Habe höchste Sicherheit für die anderen Fälle angeordnet. Na Gott sei Dank. Schön. Tag 67 nach dem Einschlag. Unterschiedliche geistige Entwicklung der einzelnen Betroffenen. Die meisten degenerieren langsam. Nur ein Subjekt bleibt bei klarem Verstand. Tag 69 nach dem Einschlag. Aggression. Unkontrolliert stark. Mehrere Verletzte. Mussten bis auf ein Subjekt alle einschläfern. Na super, wie so ein Hund, ne? Mein Gottchen. Nun, nur Subjekt A5 zeigt andere Entwicklung. Mehrere Vermutungen, warum. Aber keine gesicherten Erkenntnisse. Obduktion der anderen Subjekte angeordnet. Tag 70 nach dem Einschlag. Alex als hochgiftige Substanz eingestuft. Subjekt A5 hat die Experimente eingewilligt. Rationales Denken nicht beeinträchtigt, Gefühlszentrum des Gehirns vollkommen verändert, höchste Sicherheitsstufe im Umgang mit Alex angeordnet, Obduktion ergaben umfassende körperliche Mutationen. Na schön! Und dann noch den Teil 2. Tag 79 nach dem Einschlag. Subjekt A5 versuchte auszubrechen, wurde nur mit Mühe vom Sicherheitsdienst wieder in Gewahrsam genommen. Doppelte Menge Sedativ verordnet. Subjekt ruhig gestellt. Wissenschaftsteam zusammengestellt. Wir versuchen herauszufinden, wie Mutationen verursacht werden. Vielleicht kann ein Nutzen aus dem ausgeprägten rationalen Denken gezogen werden.
Tag 134, boah, das ist ein Sprung, nach dem Einschlag. Keine brauchbaren Ergebnisse. Subjekt A5 ist sozial kalt. Es denkt nur logisch und setzt den eigenen Erhalt daher als oberste Priorität. Wir haben keinen Nutzen für diese Eigenschaften gefunden. Die negativen Effekte des Alex konnten wir nicht abmildern. Alle weiteren Versuchsobjekte degenerieren. Nur wenige mit besonders starken mentalen Eigenschaften wurden wie Subjekt A5. Projekt wird eingestellt. Alle Subjekte werden eingeschläfert. Sehr schön. Gut. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ah, da ist noch was. Abhandlung für Alex als letzte Büchlein. Klimatischer Wandel. Meine Nachforschungen über das Klima in der alten Welt haben mich zu einer interessanten These gebracht. Alex hat Einfluss auf die Außentemperatur und damit auf das Klima. Xakor war vor dem Einschlag des Meteoriten ähnlich mild wie Abessa. Aber in den letzten Jahrzehnten ist seine Temperatur deutlich gesunken. Die Eislandschaft, die wir heute kennen, ist also noch sehr jung. Na super, und wir haben gerade hier so unseren Winter schon mal überstanden, ne? Vielleicht ist da auch Alex schuld. Weil heuer war ja ein Ausnahmewinter, ne? Ganz, ganz schlimm. Aber jetzt ist endlich Frühling und ich hoffe, der bleibt auch. Also für die nächste Zeit. Also ich meine, kein Schnee mehr, ne? Da. Die Antwort liegt im Alex. Seit die Alps es in Massen ansammeln, hat sich die Abkühlung deutlich beschleunigt. Große Mengen Alex kühlen die Welt deutlich ab. Das zeigt umso mehr die Gefahr, die von Alex ausgeht. Wir müssen uns davon reinigen. Ja, wenn der Mensch schon kalt wird, ne, muss wahrscheinlich die Erde auch kalt sein. Das ist ja ein, das ist dann ja quasi normal. Okay, passt, genug geplaudert. Wir brauchen, ah ja, schauen wir mal kurz, kann ich schon was lernen wieder? Ja, ne, na, noch nicht. Dauert noch, dauert ewig, ich habe nichts gesagt. So, wir müssen zu Eva. Eva, Eva Käfer, wo bist du? Wo waren die Frau? Ich glaube, irgendwo draußen, oder? Warte, warte. War die Frau nicht da unten? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich verdumme mich gerade. Wir haben das ja, was sie will, oder? Quest. Quest. Wo ist Quest? Quest. Gefühlschaos. War das nicht das? Nein. Hä? Vogelfrei? Hauptmission? Da. Entschuldigung, Glaubensfrage. Hier ist es. Dafür ein Buch. Ja, das müsste ja schon das Buch sein, oder? Wo ist jetzt die Eva? Da war es ja doch andere Seite drüben, oder was? War es da herüben? Ich glaube hier irgendwo, oder? War die Eva nicht da irgendwo? Na, bin ja falsch, oder? Das schaut irgendwie immer alles gleich aus. Das ist schlecht. Eva! Eva! Wo bist du? Hallo! Da war sie, oder? Eva? Eva, hallo! Ich hab, was du wolltest. Schau mal her. Ich habe, was du wolltest. Unglaublich. Jetzt kann ich endlich das Wort des Propheten ungefiltert erfahren. Du hast wirklich etwas gut bei mir. Cool. Wenn das so ist, zahl mich aus. Nicht der Rede wert. Na, nicht der Rede wert. Nicht der Rede wert. Du bist ein Schatz. Ich meinte ein toller Kerl. Oder was wäre die korrekte Bezeichnung? Lass gut sein. Ach ja, sollte ich irgendetwas Interessantes in den Schriften entdecken, lass ich es dich wissen. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Danke, Gnädigste. Was konnte ich mir beibringen? Bring mir etwas bei. Ich will nur mal schauen. Persönlichkeit? Persönlichkeit. Persönlichkeit kann sie gut. Brauchen wir dabei nicht. Sehr schön, Quest erledigt. Dann gehen wir die nächste an. Okay, ja, okay. Siehst du, sogar Ray ist einverstanden. Moa, falsch, hier.
So, was? Meh, was gehen wir an? Gefühlschaos. Na, ich will immer auf Gefühlschaos machen, ich weiß nicht warum. Ignaton sind wir da. Finger weg. Nichts weiter tun, als mich rauszuhalten. Okay. Zersetzte Kräfte. Dann werden wir das machen, ne? Probieren. Dietrich ist bereits darauf angesetzt, die Hintermorde des Alex-Handels zu finden. Bla, bla, bla. Na gut, also, wo mischen wir denn dahin? Dahin, dahin? Dietrich, jawohl. Dietrich. Warum heißt der Dietrich? Tito. Aber Dietrich? Ja. Er ist ein lebender Dietrich, der Dietrich. Jawohl. So. Ist er da oben? Na, der dürfte da drüben sein. Ah, im Häusl drin, ne? So, wie komme ich da jetzt rein? Ah, hier. Miep, miep, miep. Puh. Herr Dietrich. Ich glaube, hier irgendwo. Bist du der Herr Dietrich? Ja, Herr Dietrich. Servus, Dietrich. So, du bist also einer der Neuen im Hort. Ja. Ist das so offensichtlich? Bei unserem geringen Anteil an menschlichen Soldaten fallen neue Gesichter schnell auf. Darum ist es gut, wenn ich dir ein paar Takte über mich erzähle. Ich bin der Kerl, der für die Ausbildungsplanung unserer Rekruten verantwortlich ist. Du kannst mich aber Dietrich nennen. Und bevor du weitere Fragen stellst, lass uns eine Sache gleich klarstellen. Wir alle müssen große Anstrengungen auf uns nehmen, um in den kommenden Zeiten zu bestehen. Disziplinlosigkeiten werde ich nicht hinnehmen. Naja, kommende Zeiten. Glaubst du, ich liege nur auf der faulen Haut? Na, kommende Zeiten? Kommende Zeiten? Ja, glaubst du etwa, die Alps verschwinden von heute auf morgen? Ja. Und was die Outlaws auf ihrer Müllhalde aushecken, lässt mich auch nicht gerade ruhig schlafen. Nein. Überall lauern Gefahren. Es gibt keine Sicherheit, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Das Einzige, was ich von dir erwarte, ist, dass du die herrschende Ordnung respektierst. Salut. Hängst du nur herum oder wie kann ich mir deine Aufgabe vorstellen? Wie steht es um die Ordnung des Horts? Im Hort? Das untere vielleicht zuerst. Wie steht es um die Ordnung im Hort? Die Ausbildung der Kämpfer ist ins Stocken geraten. Oh. Hier und da erliegen sie der Versuchung und infizieren sich mit Elex. Ein unentschuldbares Verhalten. Das Zeug hat einzig als Energiequelle seine Berechtigung. Der Konsum ist strikt untersagt. Trotzdem wird es unter unseren wachsamen Augen reingeschmuggelt und zweckentfremdet. Du hast nicht zufällig etwas damit zu tun? Ich bin komplett unschuldig. Bei mir fliegt maximal Alex-Staub auf den Schultern, aber sonst habe ich gar nichts. Ja? Du suchst die Schuld bei mir, weil ich neu bin. Ist ja klar, ne? Du Rassist. Ohne Beweise behältst du solche Anschuldigungen besser für dich. Du suchst die Schuld bei mir, weil ich neu bin. Ich wollte nur deine Reaktion testen. Hätte ich dich wirklich in Verdacht gehabt, wärst du längst in der Grube gelandet. Ich will, dass von den wahren Schuldigen nichts weiter übrig bleibt als ein Haufen Asche. Versteh mich jetzt aber bloß nicht falsch. Ich rede nicht von den Elex-Händlern, die Reinhold Kopfschmerzen bereiten. Die sind nicht meine Baustelle. Ich will diejenigen, die dieses Zeug überhaupt erst an uns herangetragen haben. Und die werden wir nicht im Hort finden, sondern außerhalb. Wenn du mir also wirklich helfen willst, sei mein Gast. Boah, wie nett. Ja, das mit der Aufgabe. Hängst du nur herum oder wie kann ich mir deine Aufgabe vorstellen? Ich kümmere mich um innerdienstliche Angelegenheiten und die Koordinierung der Ausbildungsinhalte. Denn ohne eine konkrete Planung laufen die Übungen der gesamten Kompanie ins Leere. Ich kann unsere Akolyten schließlich nicht programmieren wie unsere Maschinen. Aber wenn sie das Training durchlaufen haben, wird man den Unterschied kaum feststellen können. Zusammengefasst gesagt, kümmere ich mich um die Theorie. Die Praxis setzen dann unsere Ausbilder um. Ist ja klar, ne? Wegen des Alex-Schmuggels. Wegen des Alex-Schmuggels. Ich helfe dir bei der Suche nach den Hintermännern. Warum vertraust du mir in dieser Sache?
Ja. Warum vertraust du mir in dieser Sache? Weil ich mit Sicherheit sagen kann, dass du nicht zum Kreis der Verdächtigen zählst. Als sich diese Seuche hier ausgebreitet hat, warst du noch nicht zugegen. Außerdem vertraue ich dir nicht blind. Aber ich halte dich auch nicht für dumm. Du hast sicher längst erkannt, dass man mein Vertrauen nicht hintergehen sollte. Ja, die Drohungen kennen wir schon. Ich helfe dir, weil wir so ein guter Todel sind. Ich helfe dir bei der Suche nach den Hintermännern. Nun, um die Quelle zum Versiegen zu bringen, müssen wir ihrer Spur folgen. Meine Informanten haben berichtet, dass die Lieferungen aus dem Süden stammen. Wir unterhalten dort in einer verkommenen Burgruine einen Vorposten. Ich will, dass dort alles auf den Kopf gestellt wird. Kooperieren unsere Leute nicht. Zeig ihnen diesen Befehl. Damit solltest du jedweden Widerstand brechen können. Das wäre dann alles. Weggetreten. Jawohl, wegtreten. Tsch. So. Gut. Der Part ist auch schon wieder zu Ende. Warum wohl? Naja. Schön. Gut. Dann wird uns ja in den nächsten Minütchen und Stündchen gar nicht fad. Gehe ich hier ab richtig? Ich habe keine Ahnung. Hagen! Na, da schau mal, wenn wir da gefunden haben. Der Hagen, der sagt uns ja was. Der ist ja bei diesem Trupp da dabei gewesen, ne? Ah, da werden wir uns dann gleich zur Brust nehmen. Aber erst im nächsten Part, ihr Lieben. Das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!